Herr Büngener, Sie sind als Vertreter der Ärzteschaft hier und zwar zum ersten Mal. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ich habe ein Quiz mitgemacht und war dabei wahrscheinlich recht gut und deshalb habe ich die Einladung bekommen. Und wie haben Sie die Preisverleihung bisher empfunden? Es ist eine Veranstaltung auf sehr hohem Niveau, inhaltlich wie organisatorisch Bestleistung. Haben Sie jetzt das Gefühl, da auch sehr informiert rauszugehen, was Neues mitbekommen zu haben? Ich habe sehr viele Kontakte knüpfen können, da ich auch berufspolitisch aktiv bin, als praktischer Arzt aktiv. Und mein Ziel ist es, dass wir in Zukunft eine gute ärztliche Versorgung in Deutschland überhaupt haben. Und ich denke, da kann ich einige neue Kontakte nutzen. Gerade als praktizierender Arzt, wie wichtig ist es da für Sie, dass Sie auch Teil daran haben, welche Leute jetzt hier an so einem Abend ausgezeichnet werden? Ich möchte, dass viele Menschen dazu beitragen, dass es den Patienten in Deutschland gut geht und vor allem auch, dass die Vorsorge unterstützt wird. Und da begrüße ich, dass die Herzstiftung einen großen Preis bekommen hat, um das Rauchen an Schulen einzuschränken. Haben Sie da irgendwelche Fälle auch konkret aus Ihrer Praxis, wo Sie sagen, da ist Bedarf, da zu handeln? Wir brauchen heute nur einmal auf den Schulhof zu gehen und da sehen wir, in wie vielen Raucherecken, wie viele Lehrer und wie viele Schüler stehen. Ja, da haben Sie wohl recht. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin noch einen sehr, sehr schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren Bemühungen und bedanke mich bei Ihnen fürs Gespräch. Dankeschön. Gern geschehen.